Wir leben im 21. Jahrhundert und doch gibt es sie. Die Menschen, die meinen, Onanie sei ungesund. Teufelskram. Oder vielleicht nur Energieverschwendung? Nichts davon ist wahr. Es ist sogar sehr gesund. Schön, dass ihr da bist. Ich saß vor 2 Jahren in Berlin in einem Männerkreis, als ich durchaus verwundert zuhörte, wie sich die Männer darüber unterhalten haben. Das war ein spiritueller Kontext. Wie sie es schaffen, wenn die Erregung kommt, dass man sie wieder los wird. Ich bin totaler Fan von Transzendenz. Aber ein Bedürfnis, was man hat, was natürlich ist, zu unterdrücken. Ich will da auch nicht zu sehr urteilen darüber. Derjenige, der die Diskussion da anschob, der schilderte von monatelangen Schmerzen in seinen Hoden, dadurch, dass immer wieder Erregung kam, die er dann immer wieder weggedrückt hat. Ich war konsterniert. Warum macht man das? Und woher kommt diese negative Einstellung gegenüber einer Erregung? Aber Stück für Stück. Es gibt eine große Studie von der Harvard University, die auch immer wieder laufend aktualisiert wird, die unten auch verlinkt ist, wo man den Zusammenhang zwischen Onanieren bzw. Ejakulieren, also generell, dass es rauskommt, also Abspritzen, und Prostatakrebs untersucht. Und da hoffe ich, mit dieser Studie vielleicht ein bisschen anzuregen, dass man vielleicht das ein oder andere Mal released. Aus der Analyse von über 500.000 Menschenjahren kann man nämlich eine ganz deutliche Aussage ableiten. Wer häufiger onaniert und dabei eben auch ejakuliert, der bekommt weniger Prostatakrebs. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern sogar 20% weniger. Und das Prostatakrebs ist eine Todesart, die sehr viele Opfer jährlich fordert. Daher spricht man hier nicht nur davon, dass wahrscheinlich Ejakulation hilft, Prostatakrebs zu verhindern, sondern man spricht in der Wissenschaft, und das ist sehr selten, von statistisch sicher, eben ungefähr 20%, und zwar dosisabhängig davon, dass Prostatakrebs verhindert wird. Das bedeutet, wer viel onaniert, der schafft es auf 20% Verringerung. Wer moderat onaniert, der landet bei ca. 10%, und wer nicht onaniert, der hat die volle Chance auf Prostatakrebs. Und was bedeutet das genau? In der Studie sind die Viel-Onanierer die mindestens 21 Mal pro Monat onanieren. Das bedeutet eigentlich mehr oder weniger fast jeden Tag onanieren, hin und wieder mal einen auslassen. Ja, oder natürlich auch Sex, ne? Abspritzen. Es geht darum, dass man das released. Und gerade mal 8% der Männer schaffen das. 12 Mal im Monat abspritzen senkt die Prostatakrebschance immer noch um 10%. Und wer darunter liegt, der hält seine Prostata nicht geschmeidig und erhöht die Chance auf Krebs. Denn genau, ja, das ist eine der Thesen, warum das so ist, diese Geschmeidigkeit. Denn die Prostata, der tut es einfach auch mal gut, durchgespült zu werden und so mögliche karzinogene Stoffe aus der Drüse herausbefördern können. Weil wir haben alle karzinogene Stoffe in uns und wir nehmen die auch auf. Aber die müssen auch immer durchgespült werden. Auch, dass die Hormone, die den Körper durchfluten, eben auch bei einer Erregung schützenden Effekt auf den Körper haben, stellen die Wissenschaftler immer wieder fest. Generell ist das ganze Universum, das ist alles, ist eigentlich immer in Transformation. Ne? Geburt, Wachstum, Tod, ständige Interaktion der Zellen miteinander, multiple Transformationen innerhalb der Zellen. Alles ist im Fluss. Alles. Oder wie Bruce Lee zu sagen pflegte, be water, my friend. Das zwanghafte Zurückhalten von Energien, des Austausches oder der Wunsch danach Statik, nach Sicherheit und alles soll so bleiben, wie es ist, das ist menschlich völlig nachvollziehbar. Völlig nachvollziehbar. Auch die Stigmatisierung, die damit einhergeht von Verhaltensweisen oder Gedanken anderer Menschen, die da anders ticken, weil man selber andere Überzeugungen hat, völlig verständlich, völlig nachvollziehbar. Aber gesund ist das nicht. Und natürlich ist das nicht. Egal, was dein Gott sagt, deine Überzeugung oder dein Guru, das sind oft einfach nur das Ergebnis deines Umfeldes und deiner Einflussfaktoren. Das bist nicht unbedingt du selber. Und wenn die sagen, du sollst nicht in den Fluss des Lebens gehen, du sollst etwas unterdrücken, du sollst Energien nicht austauschen oder natürliche Bedürfnisse einfach so ignorieren, das ist keine gute Idee. Wissenschaftlich und auch spirituell. Zumindest aus meinem Dafürhalten. Sexualität ist ohne Frage stark instrumentalisiert worden. Und man kann auch durchaus darüber diskutieren, ob die Omnipräsenz von Sexualität gut ist. Bin ich voll dabei. Und jeder Mensch hat auch eine unterschiedliche Anlage, sexuelle Energien auszusenden oder zu empfangen, zu leben. Alles normal. War im Live-Talk großes Thema, Asexualität. Aber wenn dein Penis hart ist oder wenn deine Vagina nun mal feucht ist und du das Bedürfnis nach lustvollen Minuten damit hast oder Stunden, dann geh dem bitte nach. Unterdrück nichts. Wenn du keine Lust hast, ist auch super. Ne? Sich
zu etwas zu zwingen, wo man kein Bedürfnis hat, nur weil eine Studie sagt, du solltest oft onanieren, das halte ich genauso für wenig richtig. Gerade weil in der Studie auch nicht unterschieden wurde zwischen Menschen, die Lust haben, aber nicht onanieren. Und Leute, die überhaupt keine Lust haben. Und das ist ein wichtiger Punkt, denke ich. Und noch ein Wort zum Thema Sucht. Sucht und Onanieren. Da kommt gleich das Thema oft, ja, Pornosucht und ich bin süchtig und so. Generell, genauso wie Zucker nicht süchtig macht und der Begriff völlig falsch benutzt wird, macht auch Onanie nicht süchtig. Und auch Pornos machen nicht süchtig. Sondern man hat generell ein Loch in seinem Leben, was man mit diesen Dingen als Kompensation füllt. Und das wird genutzt. Zucker und Onanie sind wunderbare große Lückenfüller. Die lösen sich aber auch wieder auf. Und das bedeutet, bei Drogen oder bei Sachen, die wirklich süchtig machen, kannst du nicht von heute auf morgen aufhören. Wenn du aber das Loch in deinem Leben schließt, für was du dann Zucker oder Onanie missbrauchst, dann kannst du von einem Tag auf den anderen mit Zucker und auch mit Onanie aufhören. Meistens ist es jedoch so, dass die Löcher nicht von heute auf morgen geschlossen werden und dann der Eindruck entsteht, weil man ist vielleicht gerade auf einem guten Weg, schließt ein Loch, aber von Zucker kann man doch nicht so gut loslassen oder von Onanie kann man, also von Zwangsonanie, es gibt ja die wirklich Pornos den ganzen Tag konsumieren, kann man nicht loslassen. Dann hat man den Eindruck, das macht süchtig. Nein, es ist einfach nur ein Prozess, seine Lücke zu schließen im Leben. Aber sowohl Onanie und Zucker auch, das sind keine Stoffe, die süchtig machen. Rein vom körperlichen Aspekt her hat man es auch bewiesen, gibt es nicht. Es ist, und das ist wichtig auch zu wissen, suchtähnliches Verhalten. Das heißt, das Verhalten wirkt sich aus wie eine Sucht, man hat Gewohnheiten, damit Glücksgefühle, die hochkommen. Und es ist nicht ungefährlich, diese Kompensationsmechanismen zu haben, aber es ist im engeren Sinne keine Sucht. Also wichst eure Drüsen frei und sorgt dafür, dass ihr ein Teil der universellen Transformation bleibt und nicht stehen bleibt. Habt ihr ein Bedürfnis, geht dem nach und ja, bleibt locker. Bleibt entspannt. Stress ist der größte Killer, den ihr in eurem Leben habt. Vermeidet das. Lebt das Leben. Alles Liebe, euer Samu.